1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ein paar Sekunden später als sonst. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Runde, wie immer freitags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei, oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin, der erste Anrufer heute Nacht ist Olaf. Olaf ist 37. Hallo Olaf. Ja, hallo Domian. Hallo Olaf. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, und zwar eine ganz frische Liebe, also 4 Wochen alt, ein ganzer Monat. Auch eine ganz tolle Beziehung, die ist von 100 auf 0 plötzlich und nichts ahnend beendet worden von der Frau. Nach 4 Wochen? Nach 4 Wochen, ganz frisch, genau. Und der Grund ist einfach, ich kann das nachvollziehen, wenn es wirklich so ist, dann sehe ich das total ein. Sie kann mich nicht mehr riechen. Ach, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Weil du stinkst? Gehe ich nicht von aus. Also ich bin eigentlich einer, der sich gesund, normal, also Hygiene, Zähne putzen, duschen. Ja. Bei ihr ist es hauptsächlich der Intimbereich. Also sie hat festgestellt, dass innerhalb in diesen Wochen, wo wir zusammen waren, in den 4 Wochen haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, wo wir auch sehr viel Sex hatten. Und den Sex haben wir total genossen, konnten uns total auch ausleben und haben uns gegenseitig viele Dinge auch anvertrauen können und konnten uns richtig gut riechen. Das war also alles toll. Und das ist für mich auch wichtig. Wenn ich eine Frau nicht riechen kann, dann geht das nicht. Ja. Sie hat in den 4 Wochen es festgestellt. Sie hat festgestellt, dass du im Intimbereich für sie nicht gut riechst. Ja, ich habe heute mit ihr nochmal gesprochen darüber und sie meinte, direkt dieser Glückstropfen, den hat man ja beim Vorpadding, wo es ja um eine gewisse Vorfreude geht dann auch. Ne? Und diesen Glückstropfen, da hatte sie gemerkt, in irgendeiner Zeit, nachdem wir einen schönen Sex auch vorher noch hatten, hat sie plötzlich bemerkt, dass sie meinen Geruch irgendwie nicht abkonnte. Wobei der Glückstropfen an sich ja geruchlos ist. Eigentlich habe ich mir nämlich heute auch schon gehört. Ich habe mich da auch mal ein bisschen informiert. Das geht also um andere Ausdampfungen und körpereigene Bestandteile deines Geruchs, die sie nicht mag. Also ich habe ja auch gefragt, es ist, weil ich bin Raucher, sie hat aufgehört zu rauchen, in der Zeit sogar, wo wir zusammen waren. Das ist natürlich auch sehr sensibel und also dass die Sinnesorgane da ausgeprägter sind, auch. Hat sie das denn so gesagt, bezieht sich das wirklich nur auf den Intimbereich oder kann sie deinen Schweiß an den Armen nicht riechen, auf den ganzen Körper? Ist es auf den ganzen Körper bezogen? Nee, gar nicht. Also das war ja das... Reine Intimbereich? Ja, genau. Und Freunde von mir, die mich kennen, die haben auch nie gesagt, ich habe auch nie Problem gehabt, dass ich irgendwie stinke, rieche oder keine Ahnung. Im Gegenteil, also ich hatte Beziehungen gehabt. Du wäschst dich regelmäßig? Ja, gut, also ich sag mal so, ich bin Langzeit-Single und ich sag mal, ich dusche jeden zweiten Tag. Wohl, wenn ich schaffe, oder den dritten Tag. Ansonsten ist es zwar eine Katzenwäsche, aber... könnte aber auch jeden Tag sein. Warum nicht jeden Tag? Ja, wenn das daran liegt, Domian, ich würde das sofort ändern. Gar kein Problem. Ich habe da gar keine Schwierigkeit. Ich möchte die tolle Frau nicht verlieren. Aber es muss doch schon dramatisch sein, wenn du sagst, ihr habt euch richtig ineinander verknallt. Ihr habt nur fast aufeinander gesessen in den 4 Wochen. Und wenn die dich dann ausschließlich wegen des Geruchs verlässt, musst du stinken wie ein Ochse für sie. Ja, denke ich dann wohl sonst auch. Sonst würde man sagen, okay, komm, hätte sie dir vielleicht auch ein bisschen nahelegen können, dich mal ausgiebiger zu duschen und die Sache wäre gegessen gewesen. Das muss ja schon gravierend sein. Wenn es denn der Hauptgrund ist, es kann ja sein, dass es was ganz anderes auch noch ist. Das weiß ich nun nicht, ne? Und es kommt halt dazu, sie ist chronische Asthmatikerin, macht momentan eine Hypersensibilierung gegen Katzenhaare. Das heißt, sie hat ein ganz intensives Medikament, was sie nimmt. Und wo die Nebenwirkungen ganz, ganz stark und heftig sind. Wenn sie die genommen hat, innerhalb von 10 Minuten juckt ihr ganzer Körper. Und da habe ich natürlich auch gedacht, vielleicht liegt es daran, irgendwie, dass sie die Gerüche irgendwie intensiver wahrnimmt oder so. Hast du dich denn vor den intimen Situationen mit ihr zumindest geduscht?
Ja, also nicht immer. Es war ja auch so, dass wir Sex hatten. Warum? Und dann, warum nicht immer? Ja, wie soll ich sagen? Also, Na hör mal. Ja. Wenn man jemanden frisch kennenlernt, ist das doch das A und O, dass man sauber ist und hygienisch ist. Ach so, das meint jetzt direkt, wenn wir uns getroffen haben oder so, natürlich. Ja, also, bevor ihr in die Kiste gestiegen seid, hast du dich da vorher geduscht? Ja, es klang jetzt so, bevor es jetzt wirklich der Sex losgeht. Nein, also auf jeden Fall immer, wenn wir uns gesehen und getroffen haben, habe ich vorher geduscht gehabt, das natürlich, klar. Aber nicht von wegen, oh, wir haben jetzt Sex, ich dusche jetzt. Nee, man muss es ja nicht übertreiben. Es muss ja nicht klinisch rein alles sein. Ja. Das war alles soweit in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe auch vorher von Frauen eher das Gegenteil bestätigt bekommen, dass sie meinen Geruch eigentlich, also es kam von denen, die dann sagten von wegen, ich mag dich total gerne riechen. Ja, so. Ist die Sache denn jetzt definitiv? Das ist es nämlich. Ich habe sie gefragt, ob da eine Chance besteht oder keine Ahnung. Jetzt ist es so, dass sie in den 2 Wochen wohl bemerkt hat, also sie versucht damit klarzukommen, ging aber nicht. Und in der Zeit hat sie eigentlich den Entschluss schon gefällt, dass es nicht geht und dass es Schluss ist. Mhm. Und ich bin fertig. Ja, aber Olaf, ich glaube, dann kann es auch nicht so sehr mit ihren Gefühlen so sehr weit her gewesen sein, dass sie deshalb... Könnte man denken, ich weiß es nicht genau, aber... Oder sie schiebt es vielleicht auch ein bisschen vor, vielleicht ist sie gar nicht so sehr verliebt in dich und das kam mir bei so eine Gelegenheit, das zu begründen, man weiß es ja nicht. Ja, was will man da machen? Sie hat jetzt gesagt, sie ist nicht interessiert an einer weiteren Verbindung. Ja, ich habe gesagt, wie sieht's jetzt aus? Also, ja, und was hat sie geantwortet? Ja, ich soll mir da nicht so viel Hoffnung machen, weil ich gesagt habe, wenn es irgendwie daran liegt, wirklich, dass ich stinke, dann mache ich sofort was dagegen, das ist kein Problem. Ja, da hat sie gesagt, nee, mach dir keine großen Hoffnungen. Aber mir geht's ja, Domian, mir geht's ja darum, dass ich das total verstehen würde, wenn es dieses symbolische, ich kann dich nicht riechen ist, dann bin ich sofort weg, weil ich kann das auch nicht mit einer Frau zusammen sein, weißt du? Und das möchte ich verstehen. Wenn es aber nicht der Fall ist, wenn das irgendwie Ausdünstungen sind, keine Ahnung, ich mache alles, um diese Frau einfach zu behalten. Und das möchte ich ihr. Ich hoffe, du hast, ich gehe davon aus, dass du ihr das genauso auch gesagt hast. Ja, natürlich. Ja, so. Auf und jeden Fall. Mehr kannst du nicht machen. Was willst du mehr machen? Du kannst ja nicht da zappeln und betteln und... Nee, das mache ich auch nicht. Ich bin ja kein Stalker oder so. Ne? Ja. Auf jeden Fall nehme ich jetzt einen Termin wahr beim Gynäkologen und will das für mich auch in Zukunft dann einfach mal wissen. Beim Gynäkologen? Ja, weil es gibt... Ja, warum nicht? Also es gibt ja da... Was willst du beim Gynäkologen? Geh doch zum Urologen. Ich bin jetzt so prägniert oder ich bin jetzt so drauf, mir einzureden, dass es unten alles stinkt und riecht und keine Ahnung. Also ich finde, da wäre die erste Adresse ein Hautarzt oder ein Urologe. Ein Hautarzt, glaube ich, wäre gut. Ja, oder das. Ja. Ja, lass dich mal beraten. Wäre eigentlich besser, genau. Und vielleicht wäre auch kein schlechter Tipp, einfach täglich mal einmal zu duschen. Machen wir doch alle. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt in meinen Prioritäten. Was machst du beruflich? Ich bin angehender Webdesigner. Achso, gut, dann bist du so für dich, ne? Und hast nicht so viel mit anderen Leuten. Na, unter Umständen doch. Im Gegenteil, also ich bin eigentlich sehr viel auf Piste, gerade so ich sag mal, den Goa-Bereich, Goa-Musik. Ah, verstehe. Und auf jeden Fall bin ich gerne unter Menschen und ich muss mich nicht verstecken oder eingraben und so. Also jeden Tag schön. Ich bin nicht dick, guck mal, ich bin 1,81, wiege 68 Kilo. Super. Ich habe schon Untergewicht zum Beispiel. Tja, und das ist alles. Also schön duschen und ein bisschen abwarten. Vielleicht besinnt die Holde sich ja doch noch um, aber ich würde an deiner Stelle nichts mehr machen. Nee, mache ich auch nicht. Olaf, alles Gute. Okay, wünsche ich auch schöne Sendung. Dankeschön, noch, ne? Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und wir machen weiter mit Christel und die ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Christel. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christel. Domian, es geht um meine Mutter. Ja, was meine ist Mutter da? Meine Mutter wird dieses Jahr 90. Oh, so ein stolzes Alter. Ist hochgradig demenzkrank und geht jetzt seit ungefähr Weihnachten, seit Heiligabend, bei mir dermaßen unter die Gürtellinie. Lebst du mit ihr zusammen? Ja. Ihr beide oder gibt's noch jemanden in der Familie? Nur wir beide, meine Tochter wohnt woanders. Ach so. Und seit Weihnachten geht es dermaßen unter die Gürtellinie. Was meinst du genau? Ich bin eine Hure, ich bin eine Schlampe. Ich will sie umbringen, ich schlage sie. Und so geht das jetzt seit Weihnachten. Das heißt, der Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Ja, deine Kollegen haben es mitgekriegt. Im Moment schläft sie. Ja. Ich bin in das Zimmer gegangen, wo sie jetzt ist, hat mir deine Kollegen gesagt.
Aber im Moment ist sie ruhig. Das heißt, die Kollegen haben gerade schon im Hintergrund was gehört? Die haben eine ganz, ganz viel gehört im Hintergrund. Ja. Wie lange ist deine Mutter denn schon Demenz erkrankt? Die ist seit, seit 2000. Also 10 Jahre schon? Ja. Und wahrscheinlich ging es schleichend los? Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, denn ich bin selber Altenpflegerin. Ach so. Ja. Und hast du es nicht gemerkt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wann und durch was hast du es denn dann gemerkt? Das auch unter der Kontrollzwang. Mhm. Wenn ich nicht um eine bestimmte Zeit mich gemeldet habe, hat sie hinter mir her telefoniert. Aber haben das nicht viele ältere Leute, weil sie ein bisschen Angst haben, dass der Tochter was passiert ist? Ist das gleich ein Zeichen für Altersdemenz oder für Demenz? Also für mich war es das Zeichen, weil ich nur mit Dementen gearbeitet habe. Ach so, also du kanntest dich da aus. Mhm. Ich kenne mich da aus, ja. Also dann hat deine Aussage ja noch ein größeres Gewicht, finde ich, wenn du mit der Erfahrung einer Altenpflegerin jetzt zu mir sagst, es geht so unter die Gürtellinie und ich höre daraus, dass deine Kräfte fast erschöpft sind. Kann man das sagen? Ich kann nicht mehr. Ich habe heute Morgen geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Ich habe einen Doktor angerufen, weil ich eben jetzt die letzten 5 Nächte hat sie mich überhaupt nicht schlafen lassen. Mhm. Sie wacht dann auf und... Ich muss zum Klo, ich habe Hunger, ich will was zu trinken haben. Mhm. Und das musst du dann alles machen für sie. Kann sie sich noch so alleine bewegen in der Wohnung? Nee. Ach, sie liegt fest im Bett? Nein, sie liegt nicht fest, aber sie ist zu faul. Sie ist bis vor einem Jahr noch gelaufen mit dem Rollstuhl. Hm. Und das macht sie jetzt alles nicht mehr. Also und wenn du mit mir nicht zur Toilette gehst, mache ich das in den Sessel oder ins Bett. Hm. Naja, sie ist so faul, klingt... so nach Schuldzuweisung, aber es ist ja eine schwerkranke Person, da kann man das ja nicht so sagen. Ja, aber Domian, ich kann irgendwo nicht mehr. Ja, ich kann das schon verstehen. Von außen ist das leicht gesagt, ja, es ist eine Krankheit und da muss man tolerant gegenüberstehen. Wenn man aber tagtäglich damit konfrontiert wird, ist das schon krass, das ist mir schon klar. Das ja, wie kann sie behaupten, ich habe sie geschlagen? Ja, sie macht es ja nicht aus bösem Willen. Sie ist ja geistig nicht zurechnungsfähig mehr. Du, da bin ich manchmal mir gar nicht so sicher, ob sie mich nicht kaputt machen will. Das würdest du deiner Mutter zutrauen? Ja. War euer Verhältnis früher nicht sehr gut? Nein, sie hat alles nur versucht, mit Geld gut zu machen. Ach so. Das heißt, das war nie früher, als du jünger warst, ein herzliches Verhältnis zu deiner Mutter? Nein, das war nur wegen den Kindern. Wegen deiner Kinder? Ja, wegen meiner Kinder. Mhm. Mhm. Du, es kann noch nicht möglich sein, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite und dann nicht gleich nach Hause fahre, dass sie hinter mir her telefoniert. Ja, wie gesagt, ich kann es ja nicht beurteilen. Wenn es eine kranke Person ist, dann kann alles möglich sein. Das muss ich dir als Krankenpflegerin nicht erzählen. Nee. Aber wenn du den Verdacht hegst, dass das gar nicht mal alles Krankheit ist, sondern... bewusste Bösartigkeit. Ja. Aber vielleicht ist das auch zu erklären aus deiner Erschöpftheit heraus, dass du das so wahrnimmst. Kann also das sein? Ich habe heute Morgen, da konnte ich auch nicht mehr, einen Doktor angerufen. Ja, was sagt er? Und da hat er zu mir gesagt, ich sollte mich mit dem Gesundheitsamt und dem Vormundschaftsgericht in Verbindung setzen. Ja. Und das habe ich gemacht. Mit welchem Ziel? Dass ich sie ins Krankenhaus kriege, denn gegen ihren Willen kann ich sie nicht ins Krankenhaus bringen. Mhm. Domian, ich weiß ja noch nicht mal, wie lange wir hier noch in der Wohnung wohnen können. Weil sie zu laut ist? Nein, weil sie die Miete nicht unterschreibt. Weil sie die Miete nicht unterschreibt? Die Miete geht von ihrem Konto ab. Mhm. Und du bist darauf angewiesen, dass sie das mitfinanziert? Ich kriege nur Hartz IV. Ah ja. Krankenhaus ist wahrscheinlich dann nicht die richtige Adresse. Dann wäre die richtige Adresse ein Altenheim, ein Pflegeheim. Nee, die Psychiatrie wäre erstmal die richtige Adresse. Bist du jetzt im Zwiespalt, ob du das tun sollst? Nee, das tue ich. Das tust du? Da bist du fest entschlossen jetzt? Ja, das habe ich jetzt angeleiert. Heute. Aber mir kam heute
so, heute um Mitternacht so, ich muss noch mal mit jemandem reden. Mhm. Hast du dich außer mit dem Arzt noch mit anderen aus deinem Umfeld darüber beraten? Nein, das mache ich alles jetzt im Alleingang. Ah ja. Aber du hast Kinder, hast du gerade gesagt. Ich habe 3 Kinder. Und was sagen die zu der Situation? Mein jüngster Sohn, der ist auch in der Altenpflege und der sagt, mach so, was du denkst. Mhm. Meine Tochter, die kann ich im Moment nicht so doll belasten. Ach, meine Mutter schläft. Mhm. Kann ich im Moment nicht belasten, weil die noch eine OP vor sich hat. Ja, gut, aber die OP... Es gab ja auch Zeiten in den letzten Monaten und Jahren, wo sie keine OP vor sich hatte und die Situation kannte. Ist so schlimm geworden, Domian. Na gut, aber die gesamte Situation, gut, okay, die Tochter sagt jetzt im Moment nichts dazu. Und die dritte, das dritte Kind? Wäre mein ältester Sohn, der ist auch in der Altenpflege. Mhm. Und der hat auch zu mir gesagt, lass sie entmündigen. Mhm. Ja, wenn du das und wenn ihr das alle für richtig haltet und der Arzt auch, ist das vielleicht wirklich unter Umständen dann der richtige Schritt für euch alle. Wobei das natürlich für einen Außenstehenden sehr schwer ist zu beurteilen. Also Domian, wenn das alles nicht klappt, ne? Hm? So wie es mir im Augenblick geht, kann ich auch sagen, adieu, ich gehe. Das heißt, die Belastung ist so groß, dass es jetzt auch um deine Gesundheit geht. Ja. Ja, da musst du es tun. Dann wir haben so viele Brücken hier um uns rum. Mhm. Ja. Christel, da musst du es tun. Was haben die denn heute gesagt, wie lange das dauert, ehe das dann in die Gänge kommt alles? Also wenn ich damit am Mittwoch auf dem Gericht bin, kriege ich schon mal was in die Hand. Mhm. Und dann kann ich agieren. Ich wundere mich schon, dass du das nicht vorher schon in die Wege geleitet hast. Sie ist so alt und weißt du, ich habe immer gedacht, ich hatte ihr irgendwann mal versprochen, du gehst erst dann ins Heim, wenn du jenseits von Gut und Böse bist. Dieser Zustand ist jetzt eingetreten, meinst du? Ja. Ich meinte, dass du vorher nicht gehandelt hast in dem Sinne, dass du nicht schon lange die Vormundschaft übernommen hast. Weißt du, ich habe gedacht, ein alter Mensch soll so lange wie möglich ja, ist auch richtig so. Bestimmungsrecht haben. Ja, du hast ja auch recht. Du hast ja auch recht. Ja. Aber im Augenblick komme ich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ja, und wenn deine Gesundheit oder gar dein Leben in Gefahr ist, ist natürlich niemandem gedient damit, wenn du weitermachen würdest. Nee, weißt du, wir haben hier ganz in der Nähe eine Brücke. Ich habe den Hinweis gerade schon verstanden und ich will hoffen, dass das nur jetzt so gesagt ist, weil du so mit den Nerven runter bist, aber dass das nicht wirklich ehrlich gemeint ist. Doch. Pass auf. Dann hast du, wie ich finde, den richtigen Schritt eingeleitet und nächste Woche kommen gewisse Sachen dann in die Gänge. Ja. So, das ist das eine. Das andere, was jetzt deine akute Situation gerade anbelangt, möchte ich, dass meine Psychologin mit dir spricht. Ja. Ja? Das ist heute Nacht Magdalena. Und die würde dich jetzt gleich zurückrufen, Christel. Aber mein Telefon wird nicht mehr lange halten. Nee, dann arrangieren wir das jetzt so, dass du wirklich sofort angerufen wirst. Alles klar. Okay. Christel, danke, Domian. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Amelie. Und Amelie ist 34. Guten Morgen. Nee, nicht 34. Nee, so alt bist du noch nicht. 17 bist du. Ja, genau. Habe ich dich gleich doppelt so alt gemacht. Ja, macht ja nichts. Amelie. Ja, also mir geht es darum, dass du hast ja gestern ein Gespräch geführt mit einer Frau, die seit 10 Jahren mit einem Mann eine Beziehung führt, der verheiratet ist und der Familie hat. Genau. Und bei mir ist es momentan ganz ähnlich, aber von einer anderen Sicht, und zwar als Tochter. Also bei meiner Mutter ging es sehr schlecht im letzten Jahr. Mhm. Und das hat sie alles auf mich abgewälzt. Also ich habe noch eine kleine Schwester, aber das hat sie alles auf mich abgewälzt und mir ging es extrem schlecht dadurch. Meine Noten sind schlechter geworden in der Schule. Weswegen ging es deine Mutter denn schlecht? Ja, sie ist irgendwann... Sie hatte eine Beziehung zu... Nein. Also meine Mutter und mein Vater sind seit etlichen Jahren verheiratet. Mhm. Und sehr glücklich. Und ich hatte zu meiner Mutter immer so ein
das ging alles, das Verhältnis, aber es war immer ein bisschen angespannt und nie so das, das Verhältnis mit Vertrauen und richtig und ich komme zu ihr, wenn ich richtig Probleme habe, sondern es waren eher meine Freundin oder mein Vater. Okay, warum ging es deiner Mutter schlecht? Ja, und sie dachte immer im Job und ihre Arbeit ist so anstrengend und dann muss sie sich noch um ihre Mutter kümmern und dann ist noch dies und dann ist noch das und das hielt sie nicht mehr aus. Ja, und dann wälzte sie das auf mich ab und mir ging es dann immer schlechter, bis ich dann gesagt habe, so, ich ziehe aus. Habe ich aber nicht ihr gesagt, sondern meinem Vater und habe das besprochen mit allem. Und wussten alle, außer sie eben. Ja, das Problem war dann eben, dass... Du bist dann voriges Jahr mit 16 ausgezogen. Nein, ich bin nicht ausgezogen. Also, du bist nicht ausgezogen. Das war jetzt vor wenigen Wochen wirklich. Ach so. Und dann habe ich mit einer Vertrauensperson gesprochen, also ihrer Schwester, Mamas Schwester. Und die hat mir dann geraten, ja, zieh aus. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann sagte meine Mutter, die hatte wohl einen Anruf gerade von ihrer Schwester bekommen, dass sie mit mir reden wolle. Dass sie was? Dass sie mit mir reden wolle. Mhm. Und das war am Sonntag. Noch weiß ich nicht genau, worauf du hinaus willst. Ja, und das Problem war dann, dass am Sonntag eben sie meinen Vater zwang, mir zu beichten, dass er eine Affäre hatte. Ach so. Und dass das der Grund dafür war, dass sie so depressiv war und dass sie... dass es ihr so schlecht ging. Moment, wer hat jetzt wen gezwungen, das zu beichten? Meine Mutter hat ihn gezwungen, seine Affäre zu beichten. Dir gegenüber zu beichten? Genau. Ach, das ist kompliziert. Also die Mutter weiß von der Affäre. Genau. Er hat ihr gestanden. Ja. Also mein Vater hatte eine Affäre vor anderthalb Jahren. Ja. Und schon vor anderthalb Jahren? Länger oder nur anderthalb Jahre? Nee, viel kürzer noch. Also wenige Monate. Ach so, das hat er deiner Mutter gestanden, dadurch war sie so fertig mit den Nerven. Ja, weil er ihn gezwungen hat. Bitte? Seine Affäre hat ihn um 2 Millionen erpresst. Wie bitte? Ja. Und er hat gesagt, verlass deine Frau, dann können wir meine 2 Millionen auf den Golfplätzen dieser Welt verleben. Und ansonsten sage ich seiner Frau eben. Also die Frau, die Affäre von deinem Papa, war eine steinreiche Frau. Und aber das war nicht wegen des Geldes oder so, bei meinem Vater, also so nicht. Ja, und die hat zu ihrem Vater gesagt, hier 2 Millionen Euro. Sie wollte ein neues Leben beginnen, wollte ihren Mann verlassen. Und sie hat also wirklich zum Ausdruck gebracht, ich gebe und schenke dir 2 Millionen? Oder genau. Wie? Oder ja, hat sie gesagt, hier, mein Vermögen ist 2 Millionen, das verbraten wir dann? Genau, ja. So. Ja. Und das war dann so, dass eben mein Vater das absolut nicht wollte, aber meine Mutter denkt... mittlerweile, dass er es nur nicht wollte wegen meiner Schwester und mir. Nicht wegen ihr. Sie denkt, dass... Also er hat dann diese Sache beendet mit dieser genau, steinreichen hat Frau. Genau, das meiner Mutter gesagt, und damit sie es ihm nicht sagt und ließ sich nicht erpressen. Ich verstehe, das war natürlich klug und richtig. Ja. So. Meine Mutter sagt, er würde sie nicht mehr lieben, sondern das sei nur noch so eine... Also sie liebt ihn abgöttisch. Mhm. Und ich habe mein Leben lang bis jetzt gedacht, bis diesen Sonntag, dass das von ihm auch so ist. Ja. Weil er hat sich das ganze letzte Jahr aufgeopfert für sie. Er war immer derjenige, der mich gedrängt hat, gut zu ihr zu sein, weil es ihr so schlecht geht. Und jetzt erfahre ich am letzten Sonntag eben, dass er der Grund dafür war, dass er mich das ganze letzte Jahr angelogen hat. Und er bricht für dich auch eine Welt zusammen, ne? Ja, er war immer so der Fels in der Brandung, immer der letzte Weihnachtsmann, der in mir in meiner Kindheit geblieben ist, sozusagen. Das letzte Perfekte, weil er für mich ein absolutes Vorbild war. Der ist gebildet, er ist immer fair, er ist gut zu allen. Und ja, also, jetzt das ganze Bild halt genau ist das Gegenteil. Kaputt. Als er dir das gebeichtet hat, das ist ja schon auch eine heftige Situation für eine junge Tochter. Ja. Wie hast du denn da in der ersten Sekunde dann darauf reagiert? Übrigens, war deine Mutter dabei, als er das gebeichtet hat? Ja, ich kam von meiner Tante aus einer anderen Stadt. Und da sagte dann meine Mutter, rief mich an, als ich im Zug saß, und sagte, sie wolle mich abholen. Ich sagte, nein, ich habe einen Ticket für den Bus, ich komme im Bus. Okay, weil ich habe sie immer gemieden im letzten Jahr. Okay, die Mutter war also dabei, als er das gesagt hat. Genau, sie hat ihn gezwungen, mir das zu sagen, weil ihre Schwester ihr gesagt hatte am Telefon, du verlierst deine Tochter jetzt, nur weil du diese Lüge einer perfekten Familie aufrechterhalten willst. Wie hast du da reagiert? Im ersten Moment habe ich gedacht, ich wusste es. Nicht, weil ich meinen Vater für einen Fremdgänger oder so halte, sondern weil mein Vater erfolgreich, für sein Alter sehr attraktiv, charmant und alles ist. Mhm. Und er ist der jemand, den die Frauen sozusagen wollen. Mhm. Und
Hast du denn nur aggressiv reagiert oder geschimpft? Nee, war einfach geschockt, ich war sprachlos. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Hm. Ich bin zusammengebrochen, ich habe gebrochen. Hm. Ich habe, also so dreckig, also das war unglaublich einfach, ja. Und dann, Hast du denn danach nochmal alleine mit deinem Vater gesprochen? Nein, ich kann beim besten Willen nicht mit ihm reden. Er ist einfach, weil ich will nicht damit konfrontiert werden, dass praktisch alles so zusammengebrochen ist. Hm. Also was jetzt konkret nimmst du deinem Vater übel? Ich weiß gar nicht, ob ich ihm überhaupt was übel nehme, aber die Enttäuschung ist so groß. Hm. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden, das ganze Jahr, hat er dich auch angelogen? Ja, er hat mir das ganze Jahr nicht gesagt, dass er eine Affäre hatte und dass er der Grund dafür war, dass meine Mutter in Depressionen verfallen ist. Mhm. Und er hat das ganze Jahr gesagt, du, Mama, geht's im Job so schlecht. Und aber hatten die vielleicht auch einen Deal, eine Übereinkunft, deine Mutter und er, dass sie dir das nicht sagen wollten? Nein. Jetzt bist du aber so richtig da in die Eheproblematik deiner Eltern reingeraten. Ja, weil ich habe eben gesagt, ich ziehe aus, Punkt. Mhm. Ich lasse nicht meine Psyche sozusagen aufs Spiel setzen, wie auch die Anruferin eben. Mhm. Und ich lasse auch nicht, ich will Medizin studieren. Mhm. Und ich werde nicht mein Einser-Abi riskieren, nur weil es mir zu Hause schlecht geht. Da gehe ich lieber in der Wohnung hier ein paar Straßen weiter. Mhm. Ja, das Problem war dann halt nur, dass das zuvor kam. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es bringt, was bringt auszuziehen. Also ich will dir mal spontan sagen, wenn das nicht kompliziert ist, so formal zu organisieren, wäre ein Auszug für eine Weile sicher nicht schlecht. Damit du einfach ein bisschen zur Ruhe kommst und auch nicht ständig konfrontiert bist mit den beiden. Ja. Langfristig muss natürlich nochmal ein Gespräch stattfinden. Ein gutes Gespräch, ein ruhiges Gespräch. Am besten unter vier Augen. Vor allen Dingen müssen die beiden auch mal ihr Leben klären. Ja, die sind schon in der Therapie, aber... Ja, vielleicht, dass sie erstmal eine Paartherapie machen oder eine Eheberatung, und wenn das nichts bringt, dass sie sich dann vielleicht auch trennen oder was auch immer passiert. Ja. Und dann musst du mit deinem Vater unter vier Augen sprechen. Mhm. Er muss dir das erklären, warum er dich angelogen hat. Er muss dir seine... Ja, die beiden sagen, sie wollten mich schützen. Ja, okay, aber ein Gespräch muss möglich sein. Mhm. Man muss ja immer jemandem noch eine Chance geben, sich zu rechtfertigen und vielleicht auch wieder neues Vertrauen aufzubauen. Dein Verhältnis zu deinem Vater war ja sonst immer sehr gut, ne? So habe ich das verstanden. Ja. Das ist natürlich ein Hammer, wenn man das dann hört, verstehe ich auch. Und wahrscheinlich wird ihm das genauso leid tun und wehtun auf seine Art, wie es dir auf deine Art wehtut und leid tut. Ja, ich glaube auch sehr, dass er es bereut, aber das ist so... Ja, am Rosenmontag war ich auch total am Boden und dann am nächsten Tag war ich nicht in der Schule, genau wie meine Schwester, wobei wir sonst immer in die Schule gehen und dann... Wie alt ist die Schwester? Die ist ein Jahr jünger als ich. Also das war praktisch wie bei der Anruferin gestern, die Familie ihres Geliebten da beschrieb. Genau. Also ich war 18, die andere 16 und... Also deine Schwester weiß auch Bescheid jetzt? Die weiß auch alles. Ja, meine Eltern wollten es ihr nicht sagen, aber ich habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, wenn die das in ein paar Monaten erfährt. Sehe ich auch so. Das muss sie wissen. Sie ist komplett ausgeschlossen und sie ist reif genug dafür. Genau, finde ich auch. Sehe ich auch so. Amelie, ich ging an deiner Stelle erstmal aus dem familiären Umfeld da raus. Ja, gut. Ich bin sicher, dass es dir gut tut. Und wenn du dich ein bisschen gefangen hast und das einigermaßen ein bisschen eingeordnet hast für dich, dann müsst ihr reden. Dann such du das Gespräch. Oder warte darauf, dass er die Initiative ergreift. Wenn du einigermaßen... Ja, er möchte mit mir reden. Ich weiß nur nicht, ob ich es kann momentan. Gut, ich verkrafte. Warte mal ein bisschen. Ja. Und dann musst du es verkraften. Dann musst du dann durch. Ja. Ne? Also, ich bin auch sicher, dass es dir dann hinterher besser gehen wird, wenn alles ausgesprochen ist. Du kannst ihm ja deine tiefe Enttäuschung auch wirklich dann radikal vor die Füße werfen. Ja. Und dann müssen wir gucken. Domian, also, ich habe mit meiner Schwester nochmal gesprochen. Meine Schwester kann ein bisschen besser mit meiner Mutter umgehen. Und die sagte mir dann, Mama hätte gesagt, ich verlasse lieber Papa, als mich eben zu verlieren. Also. Ja, aber und, wir wollen es nicht dramatisieren. Die verlieren dich ja nicht. Wenn du ein paar Straßen weiter erstmal in... Nein, also mich im mentalen Sinne. Also. Mhm. Und das hat mich geängstigt, weil ich weiß, ich kann nicht garantieren, dass ich das Verhältnis... so haben kann. So. Zu ihr?
Ja. Das heißt, da ist auch eine Irritation. Also das war zwar immer in Ordnung so, aber im letzten Jahr hat sich das so geändert. Ich hatte einfach konstant Angst vor ihr. Weißt du, vielleicht wäre es auch sehr, sehr klug, wenn die beiden sich jetzt erstmal ein bisschen geordnet haben, wenn ihr das nicht alleine schafft, deine Mutter und du zum Beispiel zu reden, dass ihr das vielleicht auch in Anwesenheit eines Therapeuten macht. Ja. Ich möchte dir gerne mal meine Therapeutin noch schnell geben jetzt, im Anschluss an unser Gespräch, dass sie dir vielleicht noch ein paar Tipps gibt oder vielleicht sogar ein paar Anlaufstellen in deiner Umgebung. Ja. Ja, aber ansonsten grobe Richtung, geh raus, erhol dich erstmal ein bisschen und dann geh langsam alles an und sprech mit deinen Eltern. Gut. So, liebe Amelie, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Nico und der ist 26. Guten Morgen, Nico. Hallo. Ja. Hallo, Nico. Ja. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meine Eltern. Halt mal den Hörer irgendwie gerade. Ich höre dich ganz. Ja, also meine Eltern. Ja. Die waren zu Besuch bei mir mit meiner Schwester und so und sind zurückgefahren. Die waren zu Besuch bei dir mit deiner Schwester? Mit meiner Schwester. Ja. Und sind zurückgefahren. Ja. Nach Hause. Von München nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und unterwegs verunglückt. Auf der Autobahn. Deine Eltern und die Schwester? Ja. Und mein Vater ist gestorben, meine Schwester ist gestorben. Und meine Mutter liegt im Krankenhaus mit Schädelbasisbruch in Koma. Wann ist das passiert? Vor vier Tagen. Ja, gestern waren es noch, aber gestern sind angerufen bei euch. Und da waren es noch 3 Tage, heute sind es 4 Tage. Ne? Ist deine Mutter bei Bewusstsein? Nee, sie ist im Koma. Im Koma und Schädel, ich habe es gar nicht richtig verstanden. Schädelbasisbruch. Und so weiß ich nicht mal, wie die Beerdigung zustatten kommen lassen, weil ich habe ja kein Geld und nichts. Also du musst dich jetzt um alles kümmern. Der Vater ist tot und der Schwester ist. Nein, ich muss mich nicht um alles kümmern. Aber das ist halt so, mein Vater ist gestorben bei dem Unfall, meine Schwester ist mit 30 Jahren gestorben. Wie ist denn eigentlich dieser... Sie hinterlässt 2 Kinder, ach so. Meine Schwester. Mhm. Eine ist 1,5 Jahre, das andere ist am 11.01.2010 geboren, mein Neffe. Ja, war deine Schwester alleinerziehend oder gibt es da auch in der Familie einen Vater? Nein, da gibt es schon einen Vater zu und die waren auch verheiratet, aber halt, ich hatte am 26.01. Geburtstag. Meine Freundin hatte am 7.2. Geburtstag. Jetzt waren die hier eine Woche. Meine beiden Elternteile so, also meine Mutter. Nico, erzähl mir doch mal bitte, was da genau passiert ist auf der Autobahn. Die sind gefahren und sind von dem einen Abschnitt Richtung Hamburg gefahren. Halt auf der einen Strecke war halt alles glatt, ja, die sind durch die Glätte. Sind gefahren, da war gestreut auf dem einen Teil, dann ist von dem einen Teil auf dem anderen Teil Autobahn raufgefahren, ja, da war alles glatt und dann sind sie runter, in den Leitplank reingeknallt, einen Berg runter und, ja. Also durch die Glätte und das Wetter. Das ja, ist durch das Wetter, ja. Waren dein Vater und deine Schwester sofort tot? Naja, mein Vater, der hat noch an der Unfallstelle gelebt, ist im Krankenhaus gestorben. Meine Schwester war sofort tot, die hat hinten gesessen und nicht angeschnallt gewesen. Ja. Und ist gleich durchgeballert nach vorne. Ja. Das ist ja jetzt eine ganz, ganz furchtbare Familientragödie. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Schlecht, ne? Bitte? Schlecht habe ich die aufgenommen. War für mich, also. Sind Familienteile gestorben. Hast du? Vor allem ich fühle mich ja auch irgendwo
ein bisschen schuldig. Warum? Weil die nur wegen meinem Geburtstag und meiner Freundin Geburtstag da waren bei uns hier in Bayern. Also ich bin ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus der Gegend von Stralsund, also Neubrandenburg direkt, ja. Da habe ich gewohnt auf dem Dorf und bin nach Bayern gegangen wegen Arbeit. Ich glaube, Nico, dass man da keine von Schuld sprechen kann. Das ist einfach ein furchtbarer Schicksalsschlag. Ja, ein Schicksalsschlag, aber ich fühle mich da irgendwo ein bisschen schuldig, weil die waren ja nur hier. Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe da auch nicht ansatzweise eine Schuld. Es hätte auch auf einer anderen Fahrt... Schuld nicht, ne, ich weiß ja ganz genau, ich bin nicht schuld dran. Dennoch hat man so ein Gefühl. Das war halt ein Unfall, aber irgendwo, wenn die jetzt nicht hergekommen wären. Ja, aber das ist müßig zu sagen, wenn, dann wären sie vielleicht woanders hingefahren und da wäre es auch passiert. Das ist sehr schwer zu sagen. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ja, aber irgendwo denke ich mir, die sind ja hierher gekommen, waren eine Woche hier. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Ach, das ist aber. Ich habe mir schon gedacht, dass die Leitung so schlecht ist, dass sie zusammenbricht. Wir rufen mal den Nico nochmal an und ich würde sagen, dass wir ihn gleich mit der Psychologin verbinden. Ja, machen wir das so. Hier ist Dirk und Dirk ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Hoffentlich ist deine Leitung ein bisschen besser. Ich würde es hoffen, ja. Ja, so ganz toll ist er auch nicht. Hörst du auch schon. Nicht? Nee. Ich kann versuchen, etwas lauter zu sprechen, wenn es okay ist. Das wäre prima, ja. Und ja. Was geht's bei dir, Dirk? Ja, ich bin seit 6 Jahren chronischer Schmerzpatient und mir geht's gar nicht gut. Also es wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Welche Schmerzen und wo hast du Schmerzen? Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, der also nicht gleich erkannt wurde. Da wurde also ein Jahr lang rumgedoktert, gespritzt, gemacht und getan. Das hat also gar nichts gebracht. Das hat die ganze Sache noch verschlimmert. Hab mich dann privat operieren lassen, weil das hier in Bielefeld keiner erkannt hatte beziehungsweise auch nicht machen wollte. Mir ging es danach etwas besser und der zweite Bandscheibenvorfall kam dann kurz danach. Und ist also auch recht spät erkannt worden, habe also auch meinen Beruf verloren dadurch, dass ich den halt nicht mehr ausüben konnte. Das war halt. Was hast du gemacht? Ich war vorher als Prägedrucker tätig. Was? Also körperlich ziemlich schwer heben und nach. Ich habe nicht verstanden. Als was warst du tätig? Als Prägedrucker. Prägedrucker? Ja, genau. Ah ja. Und ja, das war dann halt nicht mehr möglich. Ich habe dann meine Arbeitsstelle verloren, habe eine Rehabilitationsumschulung gemacht von der LVA Münster aus. Die ist dann also auch gescheitert. Ich habe die Umschulung zwar zu Ende gebracht, aber kann den Beruf nie ausüben. Und weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, also, nun sind aber 6 Jahre vergangen. Ja. Und man hat dich zweimal operiert. Ja. Und offensichtlich mit null Erfolg. Genau. Kann man sagen, dass es nach den Operationen schlimmer geworden ist? Ja. Warum ist es schlimmer geworden? Weil zusätzlich zu diesen Bandscheibenvorfällen noch Narbengewebe entstanden ist durch die OPs und die dann jetzt auch nochmal zusätzlich auf die Nerven drücken. Ist denn oder sind denn die Bandscheibenvorfälle repariert? Man hat Kann man das sagen? Repariert, ja. Das ist gelasert worden damals. Das kam dann im ersten Moment zum gewünschten Erfolg, aber danach halt nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das geht jetzt 6 Jahre so. Wir haben weit über 20.000 Euro mittlerweile privat bezahlt. Also gibt es, wenn du so viel Geld bezahlt hast, gehe ich davon aus, dass du bei sehr vielen Ärzten warst. Ja. Und du rundherum durchgecheckt worden bist, was man nur machen kann. Gibt es keine Idee, was man therapeutisch machen kann, außer eine Schmerzbehandlung zu unternehmen? Ich habe eine stationäre Schmerzbehandlung mitgemacht und dort hatte ich dann Peridualkatheter im Rücken. Das heißt also, gleich in die Nervenbahn wurden Medikamente hochdosiert gegeben. Das war auch in Bielefeld, die Klinik, beziehungsweise der Erfolg ist dann auch ausgeblieben, weil das halt nicht richtig gemacht wurde. Und ich habe jetzt noch mal in 6 Wochen einen Termin in Kiel in einer Schmerzklinik, hoffe, dass die doch mal helfen können. Aber wir reden immer im Moment ausschließlich von Schmerztherapie. Ja, es gibt keine Therapie, die an die Ursachen herangeht, um den Schmerz überhaupt nicht mehr entstehen zu lassen. Nein. Das gibt es nicht. Das ist zu spät, ja. Das ist zu spät. Das heißt, du mit deinen 45 Jahren hat man dich entlassen, sie sind jetzt Schmerzpatient und müssen damit irgendwie damit leben. Aus
austherapiert, ja. Austherapiert. Mhm. Das heißt, du nimmst hochdosierte Schmerzmittel ständig zu dir, die natürlich auch ihre Nebenwirkungen haben. Ja. Und weiß gar nicht mehr weiter. Nee, also ich habe auch schon 2 Suizidversuche hinter mir und aufgrund der Schmerzen, weil man es irgendwann nicht mehr aushält, man hat in keinster Weise mehr Lebensqualitäten. Mhm. Und du hast auch Schmerzen, wenn du ganz still sitzt oder liegst? 24 Stunden. 24 Stunden. Mhm. Im gesamten Rückenbereich. Ja. Mhm. Ja, mittlerweile sind, wie gesagt, die Beine auch betroffen, die Arterien sind zu von den Beinen und sodass die jetzt auch schon Schmerzen, Verspannungsschmerzen kommen zu, die bis zum Kopf reichen und Hast du eine Beziehung? Oder? Ja. Ja. Mhm. Aber das ist alles ein bisschen am Kippen, ne? Weil ich mit mir nicht zufrieden bin und dann geht das auch nicht, dass jemand anders mit mir zufrieden ist. Ja, das glaube ich, dass das auch sehr belastend dann ist für eine Beziehung. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 15 Jahre. Ah ja. Mhm. Sie hat dich lange vorher gekannt, bevor das anfing. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, man läuft derzeit immer nur in die Sackgasse. Ich finde keinen Weg mehr raus und ich habe es zwar damals meinen Eltern versprochen, halt mir nichts mehr anzutun, aber je mehr die Schmerzen anfangen und je schlimmer das wird, desto mehr kommt so die Sehnsucht, einfach nicht mehr hier zu sein. Ne? Also es gibt immer mehr, kann man sagen, dass es in der letzten Zeit immer mehr Gedanken über die Selbsttötung gibt. Ja. Und ich bin also auch in psychiatrischer Behandlung und musste dort damals einen Suizidvertrag unterschreiben. Aber ja, ich was ist das eigentlich was, nicht. Was ist das, ein Suizidvertrag? Na, damit man halt das Versprechen gibt, sich während der Therapie nichts anzutun. Mhm. Das ist dann halt eine Absicherung für sie. Und was bringt das, wenn man es dann doch tut? Ja, im Endeffekt gar nichts. Nein. Mhm. Das ist vielleicht nur noch mal, um an dein Gewissen zu appellieren, aber also, ansonsten eher weniger, ja. Sprichst du mit deiner Freundin auch über diese Suizidgedanken? Nein. 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 Mit wem sprichst du darüber? Eigentlich weiß es halt nur mein Arzt und aber dem hast du unterschrieben, dass du es nicht tust? Nein, der Psychiatrin und meinem Hausarzt halt nicht. Ach so. Hab manchmal so, das hört sich vielleicht jetzt lächerlich an, aber wenn ein Tier sich lange rumquält, dann bekommt es die Spritze und dann ist gut und du als Mensch hast keinerlei Rechte und man möchte einfach nur keine Schmerzen haben, eine Nacht mal durchschlafen. Mhm. Und ich bin da gedanklich in deiner Nähe, nur in diesem Fall bei dir, glaube ich, ja, so wie du mir erscheinst, dass du durchaus gerne leben würdest, wenn man dir bloß die Schmerzen nähme. Ja. Das ist also keine grundlegende Lebensverneinung, die du da spürst, sondern du erträgst einfach deine Schmerzen nicht mehr. Ja, genau so sieht's aus. Und man hat ja auch die ganzen sozialen Kontakte, gehen ja auch flöten mit der Zeit. Ne? Das glaube ich, ja. Geschwistern und die, wenn die fragen, wie geht's dir, also mittlerweile erzähle ich es denen schon nicht mehr, weil ich glaube, die mögen es auch gar nicht mehr hören. Mhm. Ne? Das heißt, du bist eigentlich, obwohl du eine Freundin hast und auch eingebunden bist in deine Familie, eigentlich bist du ganz, ganz alleine mit deinen Schmerzen. Ja. Du hast deinen Hausarzt, mit dem du ein bisschen drüber reden kannst, aber das war es dann auch. Dann wundert es mich auch nicht, dass man dann irgendwann in die Sackgasse gerät und sagt, ich will mir das Leben nehmen. Ja, also ich habe, wie gesagt, in 6 Wochen in Kiel einen Termin und den würde ich gerne noch abwarten und danach weiß ich nicht. Also wenn das jetzt wieder nichts bringt und das ist dann... Weißt du, was ich auch, also ich weiß nicht, was da für ein medizinischer Hintergrund ist, aber ein bisschen fatal finde bei deinem Psychiater, dass ich unterschreiben muss, mir nicht das Leben zu nehmen. Ja. Dadurch, wenn ich das machen müsste, wenn ich in deiner Situation wäre, wäre ich komplett blockiert, dem Psychiater gegenüber diese Gedanken zu äußern. Ja, man hat auch eine Blockade. Also ich schneide es auch nur mal kurz an, dass die Gedanken halt wieder da sind. Aber ja, da würde ich gleich denken, der gerät jetzt in Panik oder so. Eigentlich brauchst du einen Gesprächspartner, einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten, mit dem du darüber ausgiebig sprechen kannst. So wie wir jetzt auch gerade miteinander darüber reden. Mhm. Das nimmt ja nicht die Schmerzen, aber dass du zumindest, was dieses Feld anbelangt, ein Kommunikationsgegenüber hast, mit dem man einfach sich austauschen kann. Mhm. Das hilft ja auch schon ein bisschen. Das Problem ist halt nur, dass man im Laufe der Jahre so viele Ärzte durch hat. Mhm. Ich kann es schon gar nicht mehr abzählen. Also ich war ja nicht nur bei einem Arzt, sondern mittlerweile bei 30, 40 Ärzten oder mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber du warst noch nie bei einem Psychotherapeuten? Auch schon,
ja, so. Aber die haben gesagt, das wäre wohl angebrachter, jemanden zu haben, der sich auch mit Schmerzen auskennt. Definitiv, das muss sich ja parallel genauso laufen. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass du vielleicht schmerztherapeutisch sehr, sehr intensiv bisher behandelt worden bist und nach allen Künsten schon versorgt wurdest. Mhm. Aber du bist seelisch nicht sehr beachtet worden. Das bleibt eben Hintergrund. Also dich nimmt auch keiner mehr voll. Also mittlerweile werde ich als Simulant abgestempelt und das kann alles nicht so schlimm sein. Ich soll mich nicht so anstellen. Und du wirst in Schmerzkliniken als Simulant abgestempelt? Ja. Mhm. Also die erste OP ist von Professor Grönemeyer gemacht worden in Bochum. Die ist privat bezahlt worden. Ja, da können wir jetzt nicht weiter, das können wir nicht weiter erörtern, weil Professor Grönemeyer nicht die Möglichkeit hat, hier jetzt dazu zu äußern. Nein, ich meine nur, er hat mir sehr gut geholfen. Achso, er hat dir gut geholfen. Ja, und okay. Ich war halt hier in Bielefeld in einer Schmerzklinik und bin also als Idiot ausgeschimpft worden, weil ich bei Professor Grönemeyer war. Und wenn du zu ihm wieder zurückgehen würdest? Das Geld fehlt. Achso. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, jetzt arbeitslos. Mhm. Verstehe. Ich wahrscheinlich in die Sozialhilfe, weil ich nicht arbeiten kann im Moment. Und ich verstehe. Also es gibt noch ein großes Problemfeld, nämlich auch die existenzielle Ängste. Natürlich. Es hängt alles miteinander. Da wundert es mich nicht, dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Ja. Du verbringst, ich muss das nochmal fragen, weil wenn man das nicht hat, kann man sich das ja nur schwer vorstellen. Du verbringst den ganzen Tag mit intensiven Schmerzen. Ja, 24 Stunden. Ja. Es gibt keine halbe Stunde mal oder mal, wo du mal denkst, ach, jetzt geht's mir besser. Nein, gibt's nicht. Und die Medikamente, die du nimmst, lindern das auch nicht? Wenig. Mittlerweile hat der Körper sich an das Morphium, an die Opiate und die Schmerzmittel so gewöhnt, dass man da irgendwie auch nicht weiterkommt, ja. Du hast jetzt noch einen Termin in Kiel. Mhm, genau. So. Da muss man, finde ich, jetzt mit voller Hoffnung und auch wieder mit Motivation hingehen. Mhm. Vielleicht klappt es diesmal, einen Schritt weiter zu kommen. Ja. Aber die andere Schiene muss auch gegangen werden, Dirk. Nämlich ja. die seelische, die therapeutische, psychotherapeutische Schiene. Mhm. Finde ich ganz wichtig, weil du sitzt ja da und schweigst und frisst das alles in dich hinein. Mhm. Das Problem ist halt nur, einen Therapeuten zu finden, der darauf auch eingeht. Ne? Absolut. Mhm. Absolut. Sehe ich, das Problem sehe ich. Mhm. Würde ich dich gerne von meiner Fachfrau ein bisschen beraten lassen im Hintergrund? Gerne, ja. Dann würdest du gleich von ihr zurückgerufen, ja. In der Hoffnung, dass wir dir so ein klein bisschen weiterhelfen können. Mhm. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für Kiel. Ja, vielen Dank. Das wäre natürlich ein großer Fortschritt, wenn die dir die Hälfte der Schmerzen nehmen könnten. Ja. Ja. Ich wäre dankbar. Also ja. Ich sag mal, wenigstens eine Nacht mal durchschlafen. Also andere wünschen sich andere Dinge. Ich mittlerweile eine Nacht, die ich durchschlafen kann, ohne Schmerzen, ja. Ja. Lieber Dirk, von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich wieder. Super. Okay, alles auf Wiederhören. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ne? Tschüss. Und hier ist Manuela. Und Manuela ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Manuela, dein Thema. Mein Thema, ja. Mein Vater ist aus einer großen Klinik, wir wohnen hier in Duisburg, aus einer Uniklinik, aus dem dritten Stock gesprungen und hat sich da das Leben genommen. Wann? Das war am 14. Januar, jetzt gestern, gestern vor 5 Wochen. Warum hat er das getan? Und zwar kam er mit Verdacht auf Speiseröhrenkrebs im Krankenhaus. Und die Ärzte haben ihn wirklich sehr, sehr verrückt gemacht. Das sieht nicht gut aus, Herr Kapten. Ne? Mhm. Und wir müssen dann nochmal nachspiegeln, weil mein Vater hat 6 Jahre unter einer Speiseröhrenentzündung und Pilzbefall gelitten. Mhm. Und dann auf einmal hat man bei einer Spiegelung gesehen, er musste jedes halbe Jahr zur Spiegelung, hat man gesehen, dass da eine Auswölbung war. Mhm. Und die Ärzte sind alle von Krebs ausgegangen. Mhm. Und nach seinem Tod hat sich herausgestellt, dass er gar keinen Krebs hatte. Gott, was für eine Tragik. Ja. Was für eine Tragik. Ich habe wirklich am ersten Tag, als er in die große Klinik kam, hat mein Vater noch gesagt, ich springe hier aus dem 5. Stock, weil er schon so fertig war mit in seinen Nerven. Mhm. Und da saß die saß noch daneben. Mhm. Sie hat es zwar angeblich weitergeleitet zu den Ärzten, aber es ist nichts unternommen worden. Er ist nicht verlegt worden auf die Psychiatrie. Mhm. Man sagte mir, man dürfte das nicht. Nur mit Einwilligung vom Gericht. Aber ich habe jetzt wieder gehört, wiederum, dass man für 24 Stunden hätte da einweisen dürfen, ohne halt Gericht das einzuschalten.
Und er hat auch keine beruhigenden Medikamente bekommen. Keine beruhigenden Gespräche. Man hat, also. Er lachte also wirklich 3 Tage ohne irgendwie Gesprächen, beruhigendes. Keine Medikamente, gar nichts. Man hat das komplett ignoriert, was er als Angstsignal oder als Drohung formuliert hat. Richtig. Mhm. Und dann hat er es wirklich am 4. Tag dann, also am 11. kam er in diese große Klinik und am 14. ist er dann wirklich gesprungen. Aus dem dritten oder fünften Stock? Der ist jetzt auf dem 3. Stock gesprungen, hat die Kripo dann festgestellt. Also er ist gar nicht aus seinem Zimmer gesprungen? Nein, ist er nicht. Wie merkwürdig. Er ist dann ein paar Stockwerke nach unten gegangen und ist dann aus irgendeinem anderen Fenster gesprungen? Ja, richtig. Aus einem kleinen Hausflur. Was? Von Nebenhausflur. Wie erklärst du dir das? Ich kann mir nur erklären, dass das alles zu viel für ihn war. Denn es kam auch noch eine Ärztin auf ihn zu, hat ihn noch mit Studenten befragt. Und dann hat man ihn noch erläutert, wie sich Krebs bemerkbar macht. Mein Vater war ein Fahrradfahrer, der hat wirklich 10.000 Kilometer in seinem Alter noch gefahren im Jahr. Ich meinte die Frage gerade anders, wie du dir das erklärst. Ich meinte, warum ist er 2 Stockwerke nach unten gegangen? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Also du hast auch den Eindruck, dass man ihn verrückt gemacht hat? Und dass man nicht gerade sehr sensibel mit der eventuellen Diagnose Krebs umgegangen ist. Richtig. Man hätte ihn das gar nicht so formulieren dürfen. Nein, man sagt es eigentlich erst, wenn es fast richtig bewiesen ist. Oder ja, es bewiesen genau. Ist. Ja. War dein Vater sofort tot? Die Kripo sagt ja. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Und der Körper ist dann obduziert worden? Der ist nicht von der Kripo obduziert worden. Man hat uns dann nochmal gefragt, ob die Ärzte nachgucken dürften, was er jetzt genau an der Speiseröhre gehabt hätte. Mhm. Und dem habt ihr zugestimmt, weil ihr... Ich habe zugestimmt, meine Mutter war gar nicht in der Lage. Das glaube ich. Hattest du schon so Verdacht? Vielleicht war es das gar nicht? Er hatte keinen Krebs. Nein, ich meine, hattest du vorher schon so einen Verdacht? Das könnte vielleicht sein, dass er gar keinen Krebs hat? Ja, ich habe immer gehofft, dass er keinen Krebs hat, weil man ja durch den Pilzefall gar nicht sehen konnte. Wie alt ist dein Vater geworden? 76 Jahre alt. 76. Und war sonst eigentlich fit noch? Ja, er hatte Prostatakrebs. Im Oktober hat man das festgestellt noch. Aber das war ganz, ganz am Anfangsstadium. Da wollte man ihn noch mit Hormontabletten behandeln. Da hätte er noch 10, 15 Jahre mit leben können. Jetzt höre ich daraus, wie du es jetzt schilderst, dass du diesem Krankenhaus, in dem er da war, eine Schuld gibst. Eine erhebliche Schuld. Eine erhebliche Schuld, das heißt, wenn die sich gezielt frühzeitig um deinen Vater gekümmert hätten, hätte alles vermieden werden können. Ja, angeblich haben sie ja auch mehrere Faxe zu der Psychiatrie rübergeschickt. Das ist ein Riesenkomplex, ja. Da war Psychiatrie, dann hätte man an der Prostata ihn behandeln können und auch an der Speiseröhre. Das war ja unser Ziel, deswegen ja auch die große Klinik. Und angeblich hat man da Faxe hingeschickt und es wäre keiner gekommen. Die Psychiatrie sagt mir wieder, wir haben erst am 13., also einen Tag bevor er gesprungen ist, einen Fax bekommen. Und das auch gegen Abend. Da habe ich nämlich noch am Nachmittag so geweint auf dem Flur. Weil mein Vater sich immer wieder dran hielt, ich bringe mich um, so kann ich nicht weiterleben, ich will nicht so elendig sterben. Ich habe mir noch versprochen, Papa, es gibt Sterbehilfe in Holland. Ich sagte, da können wir mit dir hinfahren. Also ich habe Therapeutin da gespielt, aber ich bin keine Therapeutin. Hast du denn diese konkrete Formulierung deines Vaters, ich bringe mich um, hast du das dem behandelnden Chefarzt auch gesagt? Nein, das hat die Psychotherapeutin gesagt, sozialpsychiatrischer Dienst. So, wie willst du jetzt, oder wie wollt ihr eure Familie jetzt vorgehen? Wollt ihr eine Anzeige erstatten oder wie geht das? Oder? Ich weiß im Moment noch gar nichts. Wir sind wie traumatisiert noch. Wir haben Dienstag erstmal ein Gespräch bei dem Direktor von der Strahlenklinik. Das ist ja auch ein schwieriges Problem. Interessant wäre jetzt auch mal die andere Seite zu hören, wie das in der Klinik aufgenommen wurde. Du bist natürlich erst betroffen und hast als Tochter völlig verzweifelt. Und als man mir die Sache, man hat mich auch direkt am gleichen Tag, als man mich benachrichtigt hat, gefragt, wann ich denn die Sachen von meinem Vater abholen kommen würde, was denn jetzt passieren sollte. Ja, da konnte ich doch gar nicht drauf antworten. Vielleicht wäre eine Beratung für euch recht sinnvoll mit einem Patientenverband zum Beispiel, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, wäre vielleicht gar nicht das Falscheste. Also das kenne ich gar nicht. Können wir dir gleich gerne mal ein paar Adressen geben. Ansprechpartner in deiner Stadt, in eurer Umgebung. Aber das ist ja alles
doppelt schlimm. Einmal das Unglück, den Vater verloren zu haben, dann auf diese tragische Weise und dann auch noch das Gefühl zu haben, da sind vielleicht andere Leute sogar schuld dran. Ja, die Ärztin hat ja hinterher zugegeben, sie hätten eher reagieren müssen. Wir haben das nicht so ernst genommen. Das hat sie mir noch gesagt, als sie die Tasche mir von meinem Vater gegeben hat. Meine Töchter war noch dabei. Ich selbst konnte gar kein Auto fahren. Und das war ja wie ein Schuldeingeständnis. Ja. Wir hätten da eher reagieren müssen. Ja. Und nach dem Tod meines Vaters ist ja auch ein Schreiben rausgegangen. Nur das hat mein Vater, bringt mich meinem Vater nicht mehr zurück. Das bringt den Vater nicht zurück. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen uns jetzt mal im Hintergrund hier ein bisschen schlau und rufen dich wieder an, dass du vielleicht die eine oder andere Beratungsstelle für genau solche Probleme, das sind ja hochkomplizierte Vorgänge, die man da beraten muss, dass du da jemanden oder dass ihr da jemanden findet. Ja. Ja, sollen wir das so machen, Manuela? Ja, ist gut. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Daniel. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich noch, zu Petra, die ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Petra, wir haben nicht mal so ganz viel Zeit, aber wir versuchen es. Okay. Um was geht's? Ja, bei mir geht es darum, ich bin nach 11 Jahren Beziehung mit einer Frau quasi Mittwochnacht ohne jegliche Vorwarnung verlassen worden. Ohne jegliche Vorwarnung? Ohne jegliche Vorwarnung. Es war alles in Butter vorher? Es war alles vorher in Butter. Sie war 4 Tage verreist. Und kam wieder und sagte, sie kann die Beziehung nicht fortführen, weil ihr jetzt bewusst sei, dass dieser Funke dazu fehlt. Aber sowas muss man doch irgendwie vorher merken, dass bei der anderen Person vielleicht ein Zweifel gewachsen ist. Du hast nichts bemerkt? Ich habe nichts bemerkt und sie sagt, sie selber war sich nicht bewusst. Auslöser war, dass sie runtergefahren ist zu ihrer Schwester, die mit Depressionen in einer Klinik ist. Mhm. Sie hat sich dort einem Schwesterngespräch gestellt, also die beiden Schwestern zusammen mit einem Arzt, mit einem Therapeuten, mit so einer Sozialtante noch, sage ich mal. Mhm. Und dort wurde ihr dann quasi auch noch die menschliche Psyche erklärt. Und sie sollten dann so ein bisschen in sich reinhören. Gibt ja verschiedene Arten von Liebe und da ist ihr das wohl so bewusst geworden. Würdest du denn sagen, dass die letzten 11 Jahre glückliche Jahre waren? Ja. Sehr glückliche? Ja. Bis quasi kurz bevor sie weggefahren ist. Ja, da war ja alles im Butter und auch, sie sagt immer Bewusstwerdung und... Habt ihr denn ein langes Gespräch dann jetzt am Ende noch geführt oder? Ja, wir haben ein Gespräch geführt, sie wollte eigentlich erst gar nicht sprechen und dann brach das aber aus ihr so heraus. Aber wie sie das Gespräch angefangen hat, da war noch gar nicht abzusehen, dass sie dann an den Punkt kommt, ich kann die Beziehung hier nicht fortführen. Da war eher davon die Rede, von ihrer Selbstfindung. Und sie hat für sich gemerkt, sie ist ein Mensch, der braucht mal eine Rückzugsmöglichkeit. Und ich sagte noch, na, meinst du jetzt aus der Wohnungssituation raus oder wollen wir hier in der Wohnung was verändern? Ja, sie wollte weg. Sie wollte weg. Sie wollte weg. Wie alt ist sie? 26. Ach, 26, so jung noch. Ja. Ah ja. Kann vielleicht doch mit dem Alter zusammenhängen, wenn ihr 11 Jahre... Ja, ich denke, es spielt sicherlich... 26 und 11 Jahre, da war die 15, als ihr zusammenkam. Ja, eben drum. Und sie hat halt diese ganze Phase, dass man erstmal für sich alleine ist und sich eine Wohnung nimmt, das hat sie halt alles nicht und das möchte sie jetzt. Was man ja vielleicht auch verstehen kann. Das kann ich verstehen, aber sie kann mir halt keinen Grund nennen, genau wodurch oder was. Sie findet mich noch genauso begehrenswert. Sie sagt auch, sie liebt mich noch, aber halt nur anders. Ja, das kann man ja. Das ist ja auch das Schlimme, dass man das ja manchmal gar nicht so richtig erklären kann. Und derjenige, der verlassen wird, fiebert natürlich danach, der möchte eine Erklärung hören. Weil man natürlich verletzt ist, wenn man verlassen wird. Aber es wird ja nichts anderes übrig bleiben, als das zu akzeptieren zunächst und sie gehen zu lassen. Das ist mir klar. Das ist dir klar. Petra, ich muss dich leider auch gehen lassen, weil die Sendung vorbei ist. Wir melden uns aber gleich nochmal bei dir. Okay. Bis gleich, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag.